Klimper, Klimper, Klimper. Und ich dachte, hier ist ein Grafikfehler im Bild. Oder mein Monitor ist kaputt. Aber nein, es ist die Chocobo-Haltestelle. Damit Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Ja, letzte Folge sind wir hier in kurz vor Midgar irgendwo. Noch ein bisschen rumgerannt, haben natürlich Nebensächliches gemacht, den Quetzalcoatl haben wir besiegt. Das war ganz cool, genau, der war da unten. Etwas längerer Kampf und auch etwas fordernder, aber hat ziemlich gut funktioniert. Ja, ich hatte ja gesagt, letzte Folge, dass wir hier noch ein bisschen was tun wollen. Das hier ist mit Sicherheit Beck und seine Boys. Der Part 3, quasi. Ich würde sagen, bringen wir auch erstmal diesen Schmarrn hinter uns. Danach machen wir mal den Turm hier auf, gucken, was da noch so geht. Dann machen wir den anderen Turm hier auf, gucken, was da geht. Und dann gehen wir hier hoch, ausgraben und vielleicht die Quest noch. Mal gucken, ob das alles in eine Folge passt. Deswegen legen wir los. Legen wir. So, wo war das? Ist ja... Nee, ist nicht in der Nähe. Doch, ist in der Nähe, wir sind doch da. 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 Gerade oben an den... genau. Verlassene Entdeckung gemacht. Geil, ja. Das hier... Erkunde das Gebiet. Machen wir. Einsammeln. Sehr gerne. Wie gesagt, ich konnte jetzt immer noch nicht Bezug nehmen auf die Kommentare, falls es dort Änderungswünsche gibt. Ich habe allerdings mit dem Herrn Robert Dark kurz mal geschrieben gehabt und er meinte, ich gehe mal ganz kurz, dass die NPCs im Feld halt ziemlich leise sind. Also die, wo wir rumrennen, und angesprochen werden, einfach so, ne? Die, ich hab, ey, ohne Witz, ich hab keine Ahnung, wie ich das abmischen soll, ne? Moment. Einstellungen. Und zwar Audio und Vibration. So, ich habe keine Hintergrundmusik. Genau, das mache ich mal vielleicht ein Stückchen leiser. So. Lieder sind jetzt auch so, vielleicht mal auf 5. Und hier auf 5. Aber Moment, nee. Das mache ich definitiv mal auf 5 und das lasse ich mal auf 6, weil einige Lieder finde ich ja schon geil und die möchte ich gerne ein bisschen lauter haben. Sprachausgabe, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist es die Sprachausgabe bei den Cutscenes? Ist es generell die Sprachausgabe? Oder ist es irgendeine Sprachausgabe? Ja, es muss ja irgendwie die Synchro sein von irgendwas, aber warum ist das verdammt nochmal so leise? Ich verstehe es nicht. Gesamtlautstärke ist auf 10. Ja, das heißt... dass es auf jeden Fall laut genug sein müsste. Soundeffekte, ich habe keine Ahnung, ob in die Soundeffekte auch dieses NPC-Gelaber mit reinfällt. Ich kann es dir nicht sagen, Alter. Ich weiß es nicht. Es ist super schwer abgemischt, komisch abgemischt. Wie ich finde, zumindest ist es in der Bearbeitung. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich müsste dann immer ein Videoschnipsel, beziehungsweise Video in ein paar Schnipsel hauen und dann die Lautstärke hochregeln. Aber das ist ja zeitaufwendig. Hab ich nicht, kann ich nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen doof. So, Punkt. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ja. Hm. Dann kommt schon wieder die tolle Musik. Die KOKG. Natürlich. Ah ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob das Sinn macht hier, dieser Plot noch mit dazu. Keine Ahnung. Wir überraschen sie auf jeden Fall gleich mal hinterrücks und ich hoffe, das war's dann erstmal mit denen. Doch, wir. Was ist mit den Schlüsseln für unser Versteck? Keine Sorge, Boss. Den habe ich vergraben, damit ihn auch ja keiner findet. Du Kleinhirn, oder geht sofort wieder aus? Nicht, dass es noch irgendwelche Banditen überfallen und... Wo sind die denn plötzlich hergekommen? Jetzt lass das Ding schon endlich rüberwachsen. Boss, jetzt sitzen wir wirklich in der Klemme. Siehst du schon wieder, warum ist die Melodie so laut? Ich habe nämlich einen genialen Plan. Ich nenne ihn Operation Verwirrspiel. Also, wir machen das folgendermaßen. Kapiert? Na, was sagt ihr jetzt? Ihr habt keine Ahnung, wo der Schatz ist, stimmt's? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab auch nicht gedacht, klar ist er hier. Nee, der da. Ich hab's schon gesehen.
Der Spargeltat seiner kann nichts verbergen hinter. Oh, Kinder, ernsthaft? Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Oh, bitte nicht nochmal. Ich will nicht nochmal gegen die komischen Menschen hier kämpfen. Natürlich machen wir nochmal eine Analyse. Gangster. Ich hätte eigentlich auch was, was man stehlen kann? Ja, Schnelltrank. Mhm. Nutze elementare Schwächen. Gangsters aus. Feuer. Was? Shotgun vielleicht zu machen. Wenn du angreifst, während er damit beschäftigt ist, eine Falle zu stellen, kannst du sein. Achso, das ist wahrscheinlich so eine Fähigkeit, ne? Aber ich glaube. Das war's. Brauchen wir nicht so wild rumeiern. Sie machen euch das Leben aber ganz schön schwer, was? Gehört alles zum Plan. Sie sollen uns zu ihrem Stützpunkt locken. Da schlagen wir zu. Verstehe. Brillant. Bevor ihr die Verfolgung wieder aufnehmt, solltet ihr allerdings den Schlüssel suchen. Mit einem Chocobo wird das sicher ein Kinderspiel. Hm. Machen wir gleich. Erkunde im Gebiet Geruch des Chocobos. Aha. Hier könnte der Geruchssinn weiterhelfen. Aha. Na, komm mal her. Hier, Freund. Freund, mein Freund. Er scheint über dem Kopf des Chocobos ein Freizeichensymbol, hat er etwas erschnüffelt. Halte näher oben den Chocobo schnüffeln lassen, neige den Stick, um ihn richtig festzulegen, also wie auch sonst. Jetzt erst die Erklärung? Hä? Aber die hat er doch schon mal gemacht, die Erklärung. Naja. Ist okay. Kein Problem. Grabe er. Nicht da. Alter. Richtig? Ernsthaft? Eieiei. Jetzt sind wir pixelgenau. Nein, da nicht. Nee, auch nicht. Ja. Alter. Das ist schwieriger, den Chocobo zu steuern, als... Und vor allem, wenn meine Gefährten ja nur im Weg stehen. Puh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin tiefenentspannt, ganz langsam. Nein. Jetzt. Nee. Ein Stückchen weiter. Oh, Alter, weißt du was? Nochmal ausholen. Jetzt geht doch mal hier an die Seite. Es ist doch nicht wahr, Alter. Warum steht ihr mir denn im Weg? Oder war da jetzt nichts? So, jetzt habe ich genau die Stelle gemacht. Okay, da war wohl nichts. Wohl doch nicht so einen guten Geruchssinn. Was? Irgendwo in die Richtung. Wollen wir wahrscheinlich draußen sein, ne? Na gut, gehen wir mal raus. Achso, das heißt, ja, ist klar. Das hier einsammeln. Quä was? Da, Quä. Aha! Gerade sagen, es kann doch nicht so genau gewesen sein, das Ausgraben. Schlüssel zu Backsky im Versteck. Ja, Wahnsinn. Ihr scheint den Schlüssel gefunden zu haben. Und lass mich raten. Wieder beim. Hoffentlich könnt ihr euch die Protosubstanz diesmal sichern. Leuchtturm. Oder? Das ist dann rechts neben Kalm. Aber Kalb, da wollen wir auch noch hin. Ja, ich wusste es. Rechts neben Kalm. Ha! Das hat man nämlich ganz am Anfang da, wo die Tür war, ne? Oh, sieht man noch nicht vorbei. Unglaublich. Hey, ach, jetzt steige ich einfach ab. Ich wollte gerade sagen, mit dem Schokobo konnte ich ja treten, ne? Wegen Kisten hier kloppen. Oh. Tch. Okay, nächstes Ziel. Weiter geht's. Leuchtturm. Aus hier am Dings da. Funkturm. Mann! Aktivieren. Nächster Punkt. Mal ein bisschen effizient sein, die Folge. Mal ganz da hoch. Ja, schwer riechen. Da
Da sind die Kanickel. Ich weiß ja nicht, ob es da mal irgendwann mal was Gutes gibt, so, ne? Also richtig Gutes, meine ich. Ist er in der Luft gepickt, oder was? Ätherknoll. Naja, wer weiß, für was man es gebrauchen kann. So, Funkturm, genau. Mal wieder eine Runde kämpfen. Levikron, Jlöp. Nicht anvisiert, ne? Roger, ich übernehme. Da geht noch was. Jetzt hat er mich schön unterbrochen in meiner Bewegung. Das war nichts. Okay, ich muss erstmal wieder mein Auge. Mächtige Abwehr, Schallwelle. Ich muss mal wieder mein Auge. Was zum? Alter! Jetzt erst recht. Alter Schwede. Nee, bleib stehen. Genau, danke. Ah, ausgewichen. Oh, zu früh gelacht. Ist gar nicht, dass sein Angriff nochmal zurückkommt. Kein Problem. Oh ja, Knochen. Rauf da. So, eigentlich, also ich glaube, dass hier fast gar nichts mehr aktiviert wird. Also, ne, dass wir da irgendwelche Aufträge noch sehen. Es ist ja, weiß ja nicht, ob ich es überhaupt schon mal erwähnt habe, es ist ja ungefähr so ein bisschen Assassin's Creed auch, ne? So, so in den Anfangsphasen von Assassin's Creed. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ich bin irgendwie ab Teil 4 oder was das war ausgestiegen. Da ist das ja auch, dass du auf Türme kletterst, um die Gegend ein bisschen näher zu durchleuchten, damit du weißt, wo was geht. Okay, doch noch zwei Sachen. Ich kann hier noch hochgehen, guck mal. Was haben wir denn hier noch? Bestimmt wieder Mokri-Medaille, ne? Genau. Zwei Stück. Gut, und dann runter. Und dann gucken wir mal. Was ist das hier? Ach, das war nochmal... Aha, das ist das dritte Ding. I understand, aber wie komme ich da hin? Versuchen wir mal irgendwie da via Chocobo hinzureiten, oder? So, hinter das Röhrchen. Geh da doch hoch! So, gar nicht so ein Problem hier. Was soll denn bitte? Ja, schön hochsteigen. Genau. Kann ich es schon irgendwo sehen? Da oben, ne? Die Frage, ob ich da irgendwie jetzt so hinkomme, ne? Oder ob ich wieder irgendwo weit ausholen muss. Gucken wir mal. Hier können wir schon mal nicht. Hier irgendwo lang. Nee. Gibt's auch nicht zum Raufklettern. Mal hier hoch. Sagt er hier? Ja, nee. Sagt er auch nee. Vielleicht müssen wir einen Schlenker machen. Also wieder riechen. Rieche er. Ja, dann hinter. Und bremsen. Danke. Smaragd. Naja, aber ich glaube, wir sind hier richtigen Weg. Kann das sein? Vielleicht? Ja, doch. Wir kommen näher dem ganzen Spektakel. Da haben wir doch mal so ein Steinchen. Können wir den treten? Können wir hier nicht irgendwie treten oder so? Tatsächlich. Ha! Steht da gar nicht in den Kommandos, ne? Früher glaubten die Menschen, dass der Zorn des Titans verantwortlich für Erdbeben sei. Das Erntedankfest in Kalm wurde ursprünglich abgehalten, um Titan ein Opfer darzubringen und ihn damit zu besänftigen. Aha. So, wir sind mal gespannt, was jetzt für ein schweres Rätsel auf uns wartet. Dreieck, 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 schätze ich. Das hat man noch nicht. Kreis, Kreis, Kreis. Aha, da sind wir auch schon.
Ja, Wolleck. Dann können wir sogar noch Titan einen weiteren Kampf abstatten. Dann haben wir das ja auch schon. So, mal gucken. Wie schwierig das jetzt wird. Analyse. Ja, Kreis, Kreis. Kreis, Kreis. Okay, kein Problem. Also, dass hier für echt für alles ein Minigame her muss, ne? Man könnte fast sagen, man wird etwas erschlagen von Minigames. Aber kein Problem. Wir machen das ja gerne. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus den Graslanden abschließen. Damit kann Titan zu einem noch stärkeren Mitstreiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Esper. Ja, dann kriege ich sie ja wahrscheinlich. Nicht? Okay. Haben wir das erledigt? Perfekt. Grüner Zeit, Hälfte der Folge rum. Schauen wir mal, was noch so geht. Gehen wir mal dorthin. Ob wir das schaffen. Mit Sicherheit, oder? So, auf jeden Fall ist diese Aufnahmesession die Mithrilmine noch dran. Die muss ich noch abfrühstücken. Beziehungsweise möchte ich das Gebiet auf jeden Fall erkunden. Vielleicht kann es ja auch sein, dass man einfach nur durchläuft. Es nur wirklich nur so ein Gang ist, wie man es auf der Karte gesehen hat. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht sind es dann doch ein paar mehr Bildschirme, aber viele glaube ich auch nicht. Wenn man es jetzt ans Original zurückdenkt. So, ich habe die Hasen schon gesehen und weiß schon, wo man gerade... Oh, das geht aber fix. Noch ein Rubin. Oder wieder ein Rubin. Frank Rubin. Was hier? Was ist das hier? Da ist eine Höhle. Was kann die? Ist das ein optionales Dungeon? Was ist das hier? Hafen der Graslande. Ach was. Da gibt es sogar eine Materia. Ich muss kurz absteigen. Das ist ja witzig. Hafen der Graslande. Zack, Phönixfeder drin. Wenn du das sagst, was ist mit dem Kistenstück los? Ja, es sind, wie gesagt, so kleine Fehler sind noch drin, ne? Wir haben sie ja draus gepatcht. Nein, nicht bloß kein Angeln. Kein Angeln. Ja, nur wegen der Materia komme ich her. Zip, Moonwalk. Meister der Gegenstände. Heißt wahrscheinlich, ein Charakter benutzt einfach Gegenstände, wenn ich ihn nicht steuere. Aktiv. Ja, also heißt das, ich muss öfter mal herkommen? Wenn du mir das sagst, dass hier öfter mal interessanter Tant an Land gespielt wird? Das ist ja interessant hier, dieses Höhlchen. Merken wir uns mal. Sieht irgendwie so gut aus mit diesem Lichtspiel, ne? Lensflare! Ach, das Auge erstmal wieder dran gewöhnt an dieser Helligkeit. So, was haben wir hier noch? Ui. Ganz Midgar ist abgeriegelt. Du solltest dich... Ach, das ist der Kontrollposten. Mhm. Achtung. Wir sollten lieber weitergehen. Ja, ich will ja auch weitergehen. Also in die andere Richtung, definitiv. Aber ich kann die Kamera nicht drehen. Jedes Mal, wenn ich nach vorne drücke, rennt er nach vorne. Alter, jetzt geh doch weg. Mann, die Kamera macht einen Fokus hin und ich laufe automatisch nach vorne. Okay, hier kommen wir mit Sicherheit irgendwann ganz viel später wieder hin. Jetzt habe ich den Kampfgebiet verpasst, aber wir gehen nochmal hier hin. Haben wir hier noch irgendwas? Nicht so aus. Hör auf zu rennen.
Okay. Brems. Schockendes Biest in der Ödnis. Oh. Kein Wolfspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Seine abstehende Mähne ist nicht zu übersehen. Die Wölfe haben sich elektrisch aufgeladen, da immer wieder Marco aus den Pipelines austritt. Deswegen stehen ihnen die Haare so zu Berge. Dass sie ständig unter Strom stehen, merkt man daran, dass sie schneller als ihre Artgenossen und stets wutgeladen sind. Haben sie einmal Beute erspäht, stürzen sie sich wieder Blitz auf sie und zerfetzen sie in der Luft. Wenn wir noch mehr Informationen über seltene Individuen des Keimwolfes sammeln, dann können wir unsere Gegner vielleicht auch bald blitzschnell besiegen. Also geschwind auf zur Datenjagd, bevor wir noch zur Beute werden. Natürlich. Mach einen Gegner schockanfällig, schock einen Gegner, erledige eure Gegner, ist halt immer so, okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das nicht schaffen. Für sie mit einer negativen Zustandsveränderung, um sie schockanfällig zu machen. Habe ich was? Ja, lass mal gucken. Das war's. Negativen Zustandsveränderung. Habe ich da was? Nee, habe ich nicht. Heignet. Ich habe wirklich nichts. Oder habe ich eine Magie? Feuer? Kann ich nicht reingucken? Nichts überstürzt. Jetzt hab ich so, das muss doch irgendwo Toxin haben, oder? Red hat doch Toxin. Das ist doch im Kopf gehabt. Hier, Bio. Vielleicht kriege ich das hin. Jetzt was passiert? Nächstes Mal. Jeder Glieder nimmt das unbedeutend. Jetzt bin ich immobilisiert. Achso, ich hab'n schon schockanfällig. Also habe ich das doch. Okay, dann kann ich ja hier volles Met drauf gehen. Zwar jetzt keine windige Verkettung. Mal gucken. Jetzt stirbt! Okay, Schocke Gegner habe ich auch. Jetzt muss ich nur noch besiegen innerhalb der Zeit. Aber das kriegen wir vielleicht hin, indem wir ganz schnell ganz viele Sachen hier auslösen. Schockschuss. Danke! Mächtige Abwehr, Wirbelfänge. Machen wir das mal. Ist ja nur noch der eine hier. Ja, so schnell kann es gehen. Alles erledigt. Das war eine überragende Leistung, danke, muss ich sagen. Wirklich grandios. Danke. Ich habe die Kampfdaten soeben ausgewertet. Mit Ihrer Hilfe konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Ich habe auch mitgeholfen. Danke. Du kannst sie jederzeit ausprobieren, wenn dir danach ist. Na, mal gucken. Ja, jederzeit. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Den Aussichtsturm, ne? So, genau, den Aussichtsturm. Da kommen bestimmt auch wieder ein paar neue Sachen zum Vorschein. Machen wir aber mal so, dass wir hier einfach mal eben schnell hinreisen und dann gleich auf dem Schokobo sitzen. Perfekt, und dann reiten wir da hin. Kurz markieren. Zack. Oh, wollte nicht bremsen, kann es weiterlaufen. Aus Versehen auf die Schokobo-Bremse getreten. Wieder ein paar Wölfe. Wir machen es ja für die Erfahrungspunkte, ne? Kein Erbarmen! Und tschüss! Stirb! Genug! Verdammt! Jetzt hab ich ja das Sagen. Er hat ja schon immer seine Fähigkeit benutzt. Ist immer. Ich war unvorsichtig. Ah ja, passt schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wieso haben wir keine Zeit zu verlieren? Red, bist du gestresst? Aber du hast recht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir wollen ja die Folge hier füllen mit Content. Oh, hier gibt es nochmal seltenes Zeug. Das mag Rubin Ruin. Hier ist also eine dieser Schnellstraßen. Ich möchte da kurz langlaufen. Gucken, wie weit. Wer Chocobo dabei ist, ja nicht schlimm.
kurz geguckt. Das Elbenauge links und rechts, nichts Neues. Ich laufe alle Sachen um. Nur kurz gucken, wo es hinführt. Ich weiß. Es interessiert mich aber. Da oben ist das nicht auch noch eine Höhle da? Das ist doch... Ach nee, das war die Höhle vom Titan. Ja, ja. Kontrollposten Midgar. Wieso kann ich mich hier abseilen? Ach, dann bin ich wieder da. Sprich, hier oben kann ich auch nicht weiter, ne? Oder? Nee. Willst du, dass wir geschnappt werden? Nee, wollt nur gucken, Barrett. Lass mich doch mal. Ich kann die Kamera nicht umdrehen, ne? Ich kann die Kamera nicht umdrehen. Deswegen macht's das gerade so schwierig. So, lauf, Chocobo, lauf. Also ich find's ja per se irgendwie ganz cool, dass sie hier die Welt einfach auch ein bisschen größer gemacht haben, ne? Man nimmt jetzt hier eine Straße, die Richtung Keim führt. Ach, das sind wahrscheinlich die... Ne, da geht's dann zur Ausgrabungsstelle. Wollt ihr den Turm erstmal machen, ne? Also da müssen wir dann auf jeden Fall demnächst weiter. Items, klar. Das klingt so ein bisschen bedrohlich hier, aber vielleicht ist das irgendein Stützpunkt von irgendwelchen anderen Leuten. Weiß ich nicht. Hab ich gerade eine Taube überrannt? Ach, und hier ist gleich Kalb, ne? Verstehe, verstehe. Verstehe. Schnüffeln. Da hin. Ja, machen wir den Turm noch an und dann machen wir leider mal wieder ein Folgenende. Perfekt. Wieder ein Rubin. Ja, weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber egal. Gerade will ich alles machen. Und tschüss! Paracke! Na gut. Ich bin da. Weiter geht's. So. Anmachen das Ding. Und dann gucken wir mal, was es vielleicht noch mehr gibt hier. Wahrscheinlich wird es da noch mehr geben Richtung Nebenquest hoch. Aber wer weiß was. Müsste ja eigentlich dann der Rest sein, ne? Ach. Nur ein so ein Kampfding. Naja, das ist doch was. Es sind ja auch nur noch vier Sachen hier, die wir machen müssten. Heißt 1, 2, 3, 4. Haben wir eigentlich alles an Gedöns hier jetzt im Grasland aufgedeckt, ne? Vielleicht schaffen wir das ja nächste Folge dann zu Ende zu bringen. Machen wir den Kampf noch? Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz eine Pause. Also, ne? Ich gehe jetzt noch auf den Turm, sammle wahrscheinlich wieder ein paar Mukri-Medaillen ein. Und dann folgen wir das Ende. Beenden wir die Folge. Ah ja, noch höher. Hallo? Ach so. Die falsche Seite. Gut. Na gut, Knut. Ist das noch ein Makroreaktor? Ja, na klar ist das ein Makroreaktor. Aber der gehört nicht zu Midgar direkt, oder? Oder ist das hier? Nee, der ist hier, ne? Wir gucken ja direkt drauf. Naja, wir gucken, was passiert, ne? Also. Upsa, Barrett, dein schöner Rücken. Ja, liebe Leute, erstmal wieder dicken Dank dafür, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wie gesagt, nächste Folge machen wir noch ein bisschen Nebengedöns. Vielleicht können wir das alles in einer... ich will immer nicht zu viel versprechen. Wir gucken, was erledigt werden kann. Wir wollen auch nochmal nach Kalm und gucken, was da noch für eventuelle Nebenquests auf uns lauern. Machen wir alles nächste Folge, schauen wir da rein, was da gibt. Ja, wenn es dir gefallen hat, natürlich mal gerne Daumen nach oben. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, falls du neu mit dabei bist. Ganz wichtig. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen würden, wenn du dich auf die andere Seite vom Bildschirm schnallst. Schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Bis dahin, bleib stabil und tschüss.